Commander Shepard, es freut mich sehr, dass Ihre Mission auf Würmeier ein Erfolg war. Saren ist schon ohne die Unterstützung einer Armee Kroganer ein harter Gegner. Die Kroganer hätten sich in den Dienst der Sovereign gestellt. Sie gehört zu den Reapern. Ja, wir haben davon in Ihrem Bericht gelesen. Die Sovereign. Eine bewusstseinsfähige Maschine. Eine echte künstliche Intelligenz. Das sind beunruhigende Nachrichten, falls sie korrekt sein sollten. Die Sovereign ist ein Reaper. Saren hat es zugegeben. Er spielt mit ihnen, Shepard. Saren hat immer noch Kontakt zur Zitadelle. Vielleicht hat er ihre früheren Berichte gesehen, in denen sie von den Visionen berichtet haben. Und von den Reaper. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Saren falsche Informationen nutzt, um sie aus der Fassung zu bringen. Unser Geheimdienst hat keinerlei Informationen gefunden, die diese These belegen. Der Rat will es einfach nicht wahrhaben. Früher oder später werden Sie glauben müssen, was ich sage, Botschafter. Versuchen Sie, es aus unserem Blickwinkel herauszusehen, Commander. Saren ist eine Bedrohung, die wir kennen. Diese Reaper aber existieren nur in ihren Visionen. Unsere Entscheidungen betreffen das Leben von Billionen. Wir können nicht gemäß den Anschuldigungen einer einzigen Person handeln. Auch nicht, wenn diese Person ein Spectre ist. Wir brauchen fundierte Beweise. Der Rat kann in diesem Fall kein offizielles Vorgehen veranlassen. Für solche Fälle haben wir die Spectres gegründet. Sie haben die Autorität, nach ihrem eigenen Ermessen zu handeln. Wenn Sie glauben, dass die Sovereign die wahrhafte Bedrohung ist, dann leiten Sie alle Schritte ein, um sie aufzuhalten. Und Saren. Viel Glück, Commander. Wir alle vertrauen Ihnen. Ganz toll. Jawohl. So. Ihr wisst schon, was jetzt wieder ansteht. Die Crewgespräche. Doch bevor wir das machen, geben wir uns in eine kleine Aufnahmepause. Ich werde in der Pause offscreen sozusagen, bevor wir mit den Crewgesprächen anfangen, wieder Munition, Ausrüstung und was auch immer verkaufen, damit wir dann gewappnet sind. Und ich habe das Missionsupdate an die Zitadelle übermittelt, Commander. Sie haben uns die Verstärkungen bestätigt. Botschafter Udina wartet auf der Zitadelle auf unseren Bericht. Der Rat stellt eine große völkerübergreifende Flotte gegen Saren und die geht zusammen. Immerhin. Ich wusste, dass sie reagieren würden. Zurück zur Zitadelle, Joker. Ich will, dass die Normandy diese Flotte anführt. Jawohl, Sir. Ich wollte eigentlich jetzt gar nicht dahin fliegen. Ja, dann gibt's jetzt doch keine Aufnahmepause, sondern wir gucken. Nein, doch, sobald ich speichern kann, muss ich eine Pause machen. Huch. Gute Arbeit, Shepard. Dank Ihnen geht der Rat endlich wirklich gegen Saren vor. Der Botschafter hat recht. Wenn Saren dumm genug ist, die Zitadelle anzugreifen, wie Sie meinen, werden wir dort auf ihn warten. Wir stationieren Patrouillen bei jedem Massenportal, das die Zitadelle mit den Terminus-Systemen verbindet. Glauben Sie, etwa eine Blockade wird ihn aufhalten? Er sucht auf Eilos jetzt gerade nach der Röhre. Was wollen Sie dagegen machen? Eilos ist nur vom Mu-Portal aus zu erreichen. Tief in den Terminus-Systemen, Commander. Wenn wir eine Flotte reinschicken, wird es auf Krieg hinauslaufen. Commander, wir müssen Diskretion bewahren. Sarens größte Waffe war Geheimhaltung. Entdeckt ist er keine Gefahr mehr. Es ist vorbei. Ein Schiff zu den Terminus-Systemen löst doch noch keinen Krieg aus. Ich kann diskret sein. Auf Würmeier haben sie einen Nuklearkörper gesprengt. Das würde ich nicht diskret nennen. Ihr Stil hat ihnen vielleicht in der Traverse geholfen, Commander. Das sehen wir ein. Aber Eilos muss man geschickt anpacken. Wir haben die Situation unter Kontrolle. Sovereign ist die wahre Bedrohung. Saren dient nur den Reapern. Sie sind der Einzige, der die Reaper gesehen hat. Und dann auch nur in Visionen. Wir greifen die Terminus-Systeme doch nicht wegen eines Traums an. Wenn Saren die Röhre findet, sind wir alle erledigt. Wir müssen nach Eilos. Botschafter Udina, ich habe das Gefühl, Commander Shepard will noch nicht aufgeben. Das hier hat ernste politische Auswirkungen, Shepard. Die Menschheit hat durch Sie viel gewonnen. Aber jetzt werden Sie langsam zu einem Problem. Sie Mistkerl, Sie wollen uns verraten. Reine Taktik, Commander. Sie haben Ihre Arbeit gemacht,
Jetzt lassen Sie mich meine tun. Wir haben alle Primärsysteme der Normandie ausgeschaltet. Sie bleiben bis auf Weiteres am Boden. Sind Sie verrückt? Nach allem, was ich getan habe, glauben Sie mir immer noch nicht? Ich glaube, es wird Zeit, dass Sie und Ihr Team hier verschwinden, Commander. Das geht Sie nichts mehr an. Der Rat wird sich darum kümmern. Mit meiner Hilfe, selbstverständlich. Ja. Commander, ich habe eine Nachricht von Captain Anderson für Sie. Spionieren Sie mir nach, Joker. Nein, Sir. Ich wusste nur, dass Sie auf dem Schiff sind und wollte Ihnen diese Nachricht überbringen. Der Captain möchte Sie im Flux treffen. Das ist dieser Club unten in den Zivilbezirken. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Okay, so, dann wird jetzt gespeichert und dann sehen wir uns gleich wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss. So, willkommen zurück. Das gibt's doch nicht. Da hat uns der Udina einfach unser Schiff weggenommen, beziehungsweise die Kontrolle über unser Schiff. Das ist ein Mechaniker. Können wir mit dem reden? Tut mir leid, Commander. Die Normandy ist verriegelt. Botschafter Udina hat den Befehl gegeben. Was für eine große Sauerei. Ich glaube, wir müssen erstmal irgendwas dagegen unternehmen. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wollte Captain Anderson mit uns sprechen. Ich weiß nur nicht mehr genau, wo der zu finden war. Wir fahren erstmal mit dem Fahrstuhl hier weg, weil hier am Landedock können wir sowieso nichts machen. So, dann schauen wir nochmal eben nach Squad. Wir sind nämlich auch aufgestiegen. Da gibt es einmal, glaube ich, taktische Panzerung bei Woodnot. Der erhöht die Stase weiter und Garrus. Boah. Mit dem weiß ich aber nicht so richtig, was ich machen soll. Erste Hilfe ist, glaube ich, erstmal schon eine gute Wahl für den Anfang. So. Tagebuch. Wettlauf gegen die Zeit, die Sovereign. Das ist unser Auftrag. Unsere derzeitige Mission. Und mit Anderson treffen. In der Fluxbar. Okay, das wusste ich nämlich nicht mehr ganz genau. Und wir haben noch 1000 verschiedene andere Aufträge, um die wir uns kümmern müssen. Bevor wir die Sovereign angreifen. Ach oder ja, wie auch immer. Schlechter wirtschaftlicher Ergebnisse hat Exogeny verkündet, dass die Forschungskolonie auf Pheros nun endlich Gewinn macht. Neue Entdeckungen sowie entschlossene Kolonisierungsbemühungen haben sich für Exogeny endlich ausgezahlt. Nach der Ankündigung stiegen die Aktien von Exogeny und die Investoren zeigten sich erfreut über die guten Neuigkeiten. Mhm. Was, ja, ich meine, den Torianer gibt's nicht mehr. Was haben die denn da für tolle Sachen gemacht? Wir laufen bestimmt auch gleich dieser Reporterin wieder irgendwie in die Finger, ne? Ach, ist schön, wieder auf der Zitadelle zu sein. Keine Reporterin in Sicht. Gut, dann. Ich wollte ja, wir gehen noch mal kurz. Ich muss mal kurz gucken, wo wir hin müssen. Zum Ausrüstungsbüro wollte ich genau. Ich glaube, ich laufe gerade in die falsche Richtung, das hier drüben. Deswegen ging irgendwie hier runter, ne? Ja. Ja, genau. Und zwar schauen wir erstmal, ob wir noch mal neue Ausrüstung haben. Hallo, Commander. Ich brauche Vorräte. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit. Ich muss mich entschuldigen, ich muss hin und wieder mal mich wegschalten. Da ich irgendwie ein bisschen erkältet bin und niesen muss. Das haben wir ja schon für Shepard, aber das können wir nochmal kaufen. Einmal für Garrus, ne? Oder die Wolke auf 8 ist auch nicht schlecht. Ich gebe jetzt keine 300.000 dafür aus, denke ich mal. Nö. Rüstung. Mittelschwer, leicht, das ist alles nix irgendwie hier. Das lohnt sich, aber die Lizenz können wir kaufen. Und die Schrotflinte lassen wir auch da mal, wo sie ist. Gut, was hatte ich gesagt? Fluxbar müssen wir. Das ist irgendwo in den Distrikten, in den Vierteln. Wie heißt das denn hier? Gucken wir mal. Bezirke, genau. So, Fluxbar. Und wir reisen direkt dahin. Ich hoffe, ich schniefe nicht allzu sehr heute.
bemühe mich jedenfalls. So, ich bin kurz wieder weg. So, mal gucken, wie lange das noch so weitergeht. Wenn es nicht besser wird, wird es nur eine kurze Aufnahme werden. Huch. Shells und Elias Kieler, das ist doch unser Fan, oder? Soldat, ich habe ein ziemlich großes Problem und ich brauche Hilfe von jemandem, der die Interessen der Menschen vertritt. Na, nun geht's ja los. Was für ein Problem haben Sie? Natürlich, immer gleich zur Sache. Darum hat die Menschheit auch die beste Flotte in der Galaxie. Mein Name ist Elias Kieler. Ich bin ein Abgesandter der Allianz. Wir werden in Kürze ein bedeutendes Treffen mit den Salarianern abhalten. Sie können sich kaum vorstellen, was dabei auf dem Spiel steht. Ich kämpfe genauso wie Sie für die gesamte Menschheit. Verstehe. Wichtige Sache. Was genau brauchen Sie? Bei meinem Kampf für die gesamte Menschheit brauche ich die besten Mittel auf dem Markt. Es gibt ein Mentalstimulans, das die Aufmerksamkeit erhöht und das Urteilsvermögen schärft. Es ist legal, aber die Abgabe pro Person ist limitiert. Ich habe meine Monatsration schon verbraucht und brauche jetzt mehr von der Krankenstation. Was für ein Stimulans ist das genau? Ich kenne mich mit den medizinischen Fachbegriffen nicht aus, aber es erhöht zum Beispiel die Geistesleistung und das Kurzzeitgedächtnis. Damit kann ich konzentriert und aufmerksam bleiben. Wenn ich es nehme, entgeht mir nichts. Warum haben Sie mehr als die monatlich erlaubte Dosis genommen? Die Verhandlungen sollten letzte Woche stattfinden, aber die Salarianer haben alles herausgezögert. Vielleicht absichtlich. Wenn ich das Stimulans nicht bekomme, bin ich ein Wrack. Mein Assistent würde übernehmen und die Katastrophe wäre perfekt. Sie sollten mehr Vertrauen in Ihren Assistenten haben. Haben Sie ihn nicht instruiert? Mein Assistent meint, vor den anderen Zitadellvölkern kriechen zu müssen. Er will damit zeigen, dass wir Menschen vernünftig sind. Aber kein Volk wird uns achten, solange wir uns nur demütig zeigen. So war es auch mit den Turianern. Mein Assistent ist ein Idiot. Okay, was sind das für Verhandlungen? Warum haben Sie mehr als Uchala. Die Verhandlungen? Wenn ich das Stimulans nicht bekomme... Das war falsch. Kein Volk wird uns achten, solange wir uns nur demütig zeigen. Was ist so bedeutend an diesen Verhandlungen? Die Salarianer wollen die Bedingungen für langfristige Geschäfte festlegen. Es geht um Milliarden Kredits. Wenn ich das Mittel nicht bekomme, wird mein Assistent übernehmen müssen und den Deal vermasseln. Ein komplettes Desaster. Sie sollten mehr vertrauen. Aber kein Volk wird uns achten, solange wir uns nur demütig zeigen. So war es auch mit den Turianern. Mein Assistent ist ein... Kieler, Sie haben ein Problem. Sie brauchen Behandlung. Von außen mag das vielleicht so aussehen, aber das hier ist nur eine Ausnahmesituation. Alle Top-Verhandlungsführer nehmen diese Stimulanz. Immer am Rande der Legalität. So geht das Spiel nun einmal. Es werden wohl nicht alle Top-Verhandlungsführer um Hilfe bitten, mehr Stimulanzien als erlaubt zu bekommen, Kieler. Vielleicht haben Sie recht. Ich wollte der Menschheit dienen und habe mich selbst dabei überschätzt. Also wird dies das letzte Mal sein, dass ich das Stimulanz nehme. Wenn der Deal abgeschlossen ist, begebe ich mich in Behandlung. Aha. Keine Geschäftsverhandlung ist es wert, sein Leben zu riskieren. Vergessen Sie es und holen Sie sich Hilfe. Sie verstehen es einfach nicht. Die Menschheit braucht mich und ich brauche das Stimulanz. Ohne es werde ich... Ich bin so verwirrt. Ich werde ohne das Stimulanz immer so müde. Ich brauche nur noch einen Schub davon. Es ist keine Schande, ein Problem zu haben. Aber Sie brauchen eine Behandlung. Sie haben recht. Ich werde meinen Assistenten informieren. In diesem Zustand kann ich nicht arbeiten. Ich werde mir helfen lassen. Aber so weit hätte es nicht kommen dürfen. Aha, das ging jetzt, haben wir ja fix gelöst. Dann reden wir nochmal mit diesem Shells hier, der hier gerade von irgendwelchen Menschen, sag ich mal, niedergeschlagen wurde. Ja, was gibt's? Wurden sie rausgeworfen? Doran hatte keine Ahnung, was ich gemacht habe. Er nahm an, dass ich betrügen würde. Ich kenne Doran. Wenn er sagt, dass sie betrügen, dann betrügen sie. Ich habe meinem Glück nur nachgeholfen. Es war nur ein Experiment. Das klingt für mich nach Betrügen. Für Sie vielleicht, aber dieses Gerät soll nur Situationen simulieren und Resultate aufzeichnen. Das Aufzeichnen von Verlusten ist einfach. Die bemerkt niemand. Warum wollten Sie die Resultate aufzeichnen?
Jetzt kommen wir zum Kern der Sache. In den letzten 5 Jahren habe ich ein Gerät entwickelt, das sehr präzise Gewinne und Verluste beim Quasar berechnen kann. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen, um den Algorithmus zu vervollständigen. Können Sie das tun? Ist das nicht illegal? Es ist illegal, mein System zu benutzen. Aber ich benutze es nicht. Ich werde es verkaufen. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen. Hilft mir das Gerät zu gewinnen? Das Gerät sendet eine Frequenz aus, die Ihre Chancen leicht verbessern. Nicht so wie mein System, aber es reicht, um Ihre Siege schneller aufzuzeichnen. Warum verkaufen Sie das Gerät dann nicht? Was? Nein, das Gerät ist einfach. Es nutzt brutale Gewalt, um sein Ziel zu erreichen. Und Sie haben gesehen, wie leicht es entdeckt werden kann. Mein System wird viel effizienter und nicht zu entdecken sein, wenn es fertig ist. Was springt dabei für mich raus? Behalten Sie den Gewinn. Das sollte Bezahlung genug sein. Ich mach das, glaube ich, nicht. Ich werde mein Glück auf die altmodische Art versuchen. Wie Sie wollen. Ich muss noch einige Berechnungen machen. Auf Wiedersehen. Ich glaube, das können wir immer noch mit ihm reden. Aber viel wichtiger ist, was anderes gehört. Den Türsteher, mit dem sprechen wir nochmal. Hey, schön hier noch einen Menschen zu sehen. Gut, da hinten war Doran. Hinter der Bar irgendwo. Jenna. Gast, wo hat sich denn der Admiral versteckt? Da ist auf jeden Fall Doran, ja. Ich rede mal mit Doran kurz. Schön, Sie wiederzusehen. Kann ich Ihnen helfen? Nein. Ich sehe mich hier nur um. Okay, über das Thema können wir nicht mit ihm sprechen. Dann suchen wir mal den Admiral. Westport wollte ich gerade sagen, aber das stimmt ja nicht. Captain Anderson, so rum. Captain Anderson? Der sieht ja so komisch aus. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Ach so, zivil. Ich habe gehört, was passiert ist. Sie haben mich von der Mission ausgeschlossen. So wie man sie zwang, die Normandy aufzugeben. Ich weiß, es tut mir leid. Ich wollte Sie warnen, aber ich konnte Sie vor dem Andocken nicht mehr benachrichtigen. Ich weiß, dass Sie jetzt sauer sind, aber Sie können nicht aufgeben. Sie denken alle darüber nach, aber wir wissen beide, dass es das nicht ist. Sie müssen nach Ailos. Sie müssen Saren davon abhalten, die Röhre zu benutzen. Es gibt nur ein Schiff, das mich unbemerkt in die Terminus-Systeme bringen kann. Und das ist am Boden. Die Zitadellkontrollen haben alle Systeme der Normandy ausgeschaltet. Aber wenn wir uns über die Befehle des Botschafters hinwegsetzen, können wir die Normandy wieder online bringen. Sie können in den Terminus-Systemen sein, bevor überhaupt jemand bemerkt, dass sie weg sind. Wenn wir die Normandy klauen, bleiben sie zurück. Und wenn Saren die Röhre findet, wird Leben, so wie wir es kennen, nicht mehr existieren. Die Reaper werden uns vernichten. Menschen, Asari, jeden. Sie sind der Einzige, der ihn aufhalten kann, Shepard. Ich werde also alles tun, was in meiner Macht steht, um euch auf die Normandy zu bringen und weg von dieser Station. Die Normandy zu stehlen ist Meuterei. Was, wenn die Crew mir nicht hilft? Die Normandy ist nun Ihr Schiff, Commander. Ihre Crew wird Ihnen bis ans Ende der Galaxie folgen. Das wissen wir beide. Ja, das wissen wir auch. Das werde ich nicht vergessen, Captain. Ich verspreche es. Ich kann die Normandy von einer der Konsolen im Zitadell-Kontrollzentrum aus aufschließen. Sie werden ein paar Minuten Zeit haben, bevor irgendjemand was bemerkt. Das ist ein eingegrenztes Gebiet, das von bewaffneten Wachen patrouilliert wird. Wie kommen Sie da rein? Überlassen Sie das mir. Sorgen Sie einfach dafür, dass Sie auf der Normandy sind, wenn die Systeme wieder online sind. Es muss einen besseren Weg geben. Botschafter Udina hat den Lockdown-Befehl gegeben. Wenn ich in den Computer in seinem Büro komme, kann ich ihn vielleicht außer Kraft setzen. Er wird nicht einfach daneben stehen und zusehen, wie Sie seinen Computer benutzen. Hoffentlich ich nicht da sein. Wenn doch, werde ich mir eben was einfallen lassen. Der Botschafter wird das nicht verzeihen, Captain. Sie werden des Verrats angeklagt, wegen Kapitalverbrechens. Wir haben nicht viele Möglichkeiten. Entweder ich stehle mich in den Computer des Botschafters, oder ich versuche, an den Patrouillen in der Zitadellkontrolle vorbeizukommen. Wir lassen ihn jetzt entscheiden, was er machen soll, denke ich, oder? Es ist Ihre Entscheidung, Captain. Ich breche in das Büro des Botschafters ein. Er hat dem Ganzen eine persönliche Note verpasst. Sehr schön. Commander,
Sind Sie soweit, dass wir uns von dieser Station davonmachen können? Sind wir soweit? Ich denke schon, ja. Kann losgehen. Ich übernehme die Verriegelung. Sie gehen runter zur Normandy und sagen Joker, er soll sich bereithalten.